Eurovision Song Contest in Malmö. Alter, das ist mal auf, ey. 2024. Schief läuft. Okay. Genau. Das Stream ist auf jeden Fall jetzt gestartet. Um 9 erst richtig los. Jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr euch hören. Ich höre mich. Ich höre mich. Ich höre mich. Komisch, hallo. Können Sie anheben? So. Voll. Es ist Tjorm alleine. Warum ist die Bärbel jetzt wieder raus? Das kickt doch das Bild. Bärbel! Was machst du? Bärbel, du bist draußen. Warum geht der einfach raus? Ja. Spilne, vielen, vielen Dank für 14 Monate Steampunk und Teil der Geisten-Community der Welt. Willkommen zurück an Bord. Ich feier dich sehr. Schön, dass du da bist. Wir kennen dich nicht. War gut, oder? Kann, I love it. Man auf den Kopf I'm loving it. Hast du dich jetzt leiser gedreht? Nein. Ich hab nichts gemacht. Bitte weiterreden. Ja, mache ich. So. Und jetzt red wieder so spontan, wie du immer so redest. So. Okay, mache ich. Sofort. Hallo. Ja, besser. Bärbelborn, du hast dich entzückend rausgeputzt, 10 von 10 Punkten an dich. Achso, das hast du jetzt gesagt. Ja, wenn ich gewusst hätte. Wenn ich gewusst hätte, dass es einen Dresscode gibt, ja. Ich habe ja nicht mal Unterwäsche an, ne? Ich sitze hier völlig nackt. Und ja, ich auch, hallo. Was? Ja, voll. Das T-Shirt ist nicht. Es ist echt ungenießbar gerade hier. Ja. Absolut. Ja. Wir müssen uns für Rage Kid entschuldigen. Der hat vorher gerade ein Mikrofon an die Glocke gekriegt und er hat immer noch, wie nennt man das? Hohlraumsausen. Malmö! Das klingt irgendwie wie irgendwas, dass du schreist, wenn du dich mit Kumpels irgendwo triffst. So, Malmö! Malmö! Oder wenn du so Malmö! Malmö! Der Kater schaut schon ganz verzweifelt. Vielleicht hatten ja die Schweden auch so Gladiatorenkämpfe. Voll. Malmö! Ja, genau. Deswegen ist mir der sehr, sehr viel lieber. Also ich kann mich gar nicht mehr an Kabelfernsehen erinnern. Also wir haben glaube ich ziemlich... Nein, das stimmt nicht. Du erzählst mir immer deine Anekdoten über... Das habe ich auf Super RTL damals gesehen. Ich weiß noch, das lief auf Super RTL. Wer meinst du mich? Dich natürlich. Ich habe das noch niemals gesagt. Das ist immer. Ich so, haben wir diesen Film schon mal gesehen? Doch, den habe ich schon mal auf Super RTL gesehen. Was mit dem Film? Doch, ja, den habe ich schon mal auf Super RTL gesehen. E.T., Hook. Was war noch? Nightmare Before Christmas. Gut genommen. Genau, lästern ist der Sinn. Die hatten polizeiliche Ermittlungen, hat der WDR geschrieben. Ich habe heute Nachrichten gesehen und da sagte der WDR polizeiliche Ermittlungen, aber das kann ja alles bedeuten. Also ich habe eine Theorie, was passiert ist, aufgrund meines Wissens, das ich ja angesammelt habe in der Wiener Staatsoper mit Künstlern, Musikern, auch Backstage natürlich mit anderen Musikern. Und ich wette mit euch, der Typ hat einfach... Ist da einfach wahrscheinlich eine Bürokraft oder irgendwer angestiegen, weil irgendwas nicht gepasst hat, ja, und die wird sich das nicht gefallen haben lassen, ja, das vermute ich, ja, das ist ganz oft hinter den Kulissen in der Staatsoper passiert und das ist ganz oft hinter den Kulissen von Musikwettbewerben passiert, dass die Künstler auszuckt sind und irgendjemanden angefahren sind, angeschrien haben, was weiß ich. Bärbel war in Schweden. Ich habe mich sogar in Schweden verliebt, in meinen Mann, mit dem ich jetzt schon seit 30 Jahren zusammen bin. Wirklich? Oh. Das kam aus Schweden, ja. Schöne Geschichte. Habe ich total vergessen, aber als du jetzt fragtest, wer war denn schon mal in Schweden? Wir müssen mal alle zusammen nach Schweden. Wer will nach Schweden? Wir wollen nach Schweden, aber... Ich will nach Schweden. Alle im Chat, ne? Wer möchte mit Bärbel nach Schweden fahren? Ich will mit Chris. Chris, man sieht den Popot.
Ja, und was ist da schlimm dran? Was ist? Werde ich jetzt gebody-shamed oder was? Also 24 hast Alter, die Hose ist so hochgezogen wie bei Obelix, da siehst du gar nichts. Normalerweise ist OnlyFans-Content, aber für sowas kannst du nicht gebannt werden, hallo? Jetzt sehe ich ihn gerade in so einer blau-weiß gestreiften Hose. Ja, jetzt sehe ich mir auch gerade vor mir, ja. Wir dann alle fünf in Schweden Backstage sitzen, im Green Room. Genau. Also bei der ESC. Du weißt schon, dass wir nächstes Jahr in Schweden sind? Du hast Insider-Informationen? Oh. Glaub, aber nur wenn Schweden gewinnt. Ich wusste, dass das Fake ist. Ich wusste, das ist wie beim Wrestling. Hä? Dürfen wir nicht Songs, die wir auch geil finden, so ein bisschen mitsummen? Nein, Copyright. Echt? Das heißt, wir müssen stumm? Ja, völlig stumm. Ihr dürft nicht mal im Rhythmus nicken. Achso, weil sonst kriege ich schon von Sony hier den Strike hier. Oh. Echt jetzt? Ja. Echt? Nein. Oh mein Gott. Ich hätte es ja vorher abgekauft, also. Mhm. Naja, kommt drauf an. Welchen Song nick ich gerade? Machst du Schleichwerbung? Das hat man aber den Schriftzug gar nicht gesehen. I have a dream from ABBA. Warte noch auf meinen Okay, holen wir es nochmal. Achtung. Ja. Aber warum? Moment, was ist dein Glas? Sind alle schon betrunken? Ja, hey, ihr könnt jetzt schon, also die Deutschen dürfen jetzt schon mal einen Joint durchziehen. Wir Österreicher müssen uns langsam besaufen. Ja. Ja. Schon, also wenn ihr jetzt Neid raushört, ja, dann ist das true. Er braucht schon einen Joint an unserer eigenen Droge. Aber Wurstsemmen? Warte mal, ich sag das, ich schreib das hin. Achso, eine Werbeunterbrechung. Meine Augen durchsichtig machen, das ist voll gut. Ja, in anderthalb Minuten. Sorry für die Werbeunterbrechung, Leute, es tut mir leid, ich kann es leider nicht ändern. Die nächste Werbeunterbrechung wird Ihnen übrigens gesponsert von Amazon. Amazon, wir quälen unsere Mitarbeiter, damit sie ihr Paket bekommen. Gern geschah's. Hast du mal irgend so ein Amazon-Paket hier? Wir haben jetzt so ein bisschen Werbung. Wir verlangen für Geld für alte Filme, die Sie gerne sehen wollen. Amazon, wir hören Sie ab und erhöhen dann die Preise. Gern geschah's. Keine Ahnung, ich stelle wieder um. Was hast du denn für große Augen? Oh. Das ist mein Greenscreen-Ding da, Bum, da. Das kriege ich nicht so richtig hin. Damit ich dich besser sehen kann. Und was hast du denn für große Zähne? Alter, machst du dich jetzt mit meinen Zähnen lustig? Ja? Die haben ein Vermögen gekostet, du Ast! Voll, dafür habe ich einen grünen Halo jetzt. Ist ja egal. Halo, Halo, Halo. Halo, Halo, Halo. Ich also ihr seht es jetzt gerade nicht, aber einer der Sony-Agenten hat gerade. Shit, ja, genau. Hat gerade ein bisschen böse gerade rüber geschaut. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid, nicht. Das kommt nicht mehr wieder vor. Nicht kicken. Also der Sony mit dabei. Ja, nein, ich soll aufhören zu reden, okay. Nicht kicken, bitte. Wir tun's auch nie wieder. Welche Länder sind jetzt eigentlich im großen Finale jetzt dabei? Also. Na, die europäischen. Also, achso. Das war wirklich nix. Also, weil du noch nicht mitgemacht hast, hallo? Ja, aber ich würde nicht für Österreich antreten. Ich habe gesagt, ich würde für Deutschland antreten. Ne? Was ist mit Liechtenstein? Bitte nicht, please don't. Aber was ist mit Liechtenstein? Was ist mit Liechtenstein? Also Frankreich ist zum Beispiel immer dabei, weil die haben Atomwaffen. Voll. Ne? Großbritannien auch. Da waren ich habe gerade gesehen, ich muss einen bestimmten Pegel überschreiten, damit man mich hört. Aber das ist ja gut so, Man hört dich auch flüstern. Oh. Also, wenn du dich nicht mutest, wir hören dich die ganze Zeit über, gell? Also, nur weil wir nicht jedes Mal reagieren, heißt das nicht, dass wir dich nicht hören, gell? Ja. Mhm. Dann ist da kein Rahmen um meinen. Egal, vergiss es einfach. Ich bin alt. Nein, in Malmö. In Malmö. Klingt wie ein Öl. Hast du gerade Memmö gesagt? Memmö. In Memmö. Malmö. In Memmö.
Nix Mümme. Jetzt neu. Mümme. Ab in Mümme. Na? Und deswegen fand ich die Letten so gut, weil die sind einfach rein mit der Technomucke. Ja? Und dann so, scheiß drauf, wir haben einfach Party! Party! Nein, ja, wenn man in diesem Gästeraum ist, sieht man ja den Streamer gar nicht. Man sieht nur sich selber. Und den Leute, du kannst dich da bei der Bärbel reinquatschen, gell? Das ist völlig, das ist total unhöflich, gell? Achso. Das geht gar nicht, man kann mir nicht reinquatschen, weil ich quatsche immer bei anderen rein. Genau. Aber ich gebe mir Mühe heute. Jetzt traut sich keiner mehr reden! Doch, ich! Ja, ich. Das ist die grüne Taste. In der unteren Reihe. 6 Minuten noch. Eurovision! Willkommen! Das ist die Werbung von Eurovision Song Contest. In Malmö! Schweden! Also in solchen Schuhen könnte ich gar nicht gehen. Sorry, aber ich bin gerade selber halb. Ja, die Deutschen hatten wir jetzt letztens auch Polarlichter. Weißt? Die Deutschen haben alles. Die haben Gras, Polarlichter. Komm doch zu uns. Neidisch. Ja. So, jetzt sehen wir bunte Lichter aus Europa kommen. Ne? Es schauen aus wie nukleare Atomraketen. Ich habe jetzt eigentlich an nuklearen Sperma gedacht. Wow. Ich meine, na hallo, siehst du ja an. Ich meine, wie sollen sich Raketen so bewegen? Wow. Ich meine, das war eine Schwimmbewegung. Eine Schwimmbewegung. Aber, krank. Mist. Oh, lala. Genau, wir vertun das jetzt, beziehungsweise du vertunst das. Sony guckt uns wieder zu. Chris, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber der Typ mit dem Scharfschützengewehr, ne, schaut dich schon die ganze Zeit an. Also. Der auf dem Sony steht? Ja, der guckt so. Also, er starrt dich schon ziemlich lange an, Mann. Also, der guckt dich so an. So. Kann ich das? Danke, Schweden, dass wir dabei sein dürfen. Danke, Schweden. Wow. Ja, sie sind jetzt. Deutschland. Da ist Deutschland. Das ist der Typ. Hast du nicht gewusst? Ja, ja. Das ist der Typ, der in derselben Talentshow gewonnen hat wie wir. Deswegen ist das ja so cool dieses Jahr. Und jetzt Wir haben ja persönlich kennengelernt und wir haben mit ihm gejammt. Also, mit dem Deutschen wieder, oder was? Ich komme nicht mehr nach. Mit dem Deutschen. Ja, der war der hat ja auch die ganze Talentshow ein Jahr vor uns gewonnen und der war dann mit uns auf der Party gemeinsam. Ja, genau. Also echt? Ja, dann müsst ihr doch damit machen. Hallo? Ich saß da neben. Noch nicht mal 5 Minuten, Lester Level 80. Na hallo? Ich hab nichts über die Musiker gesagt, nur mal alles herum. Warte, Moment, ist der. Alter. Der österreichische Beitrag war und ich fand ihn und zu richtig. Es war. Wow, schöne Bildsprache. Alter, das ist Mane Henya Nananissena. Und gestorben. Sie können von einem Toaster singen und das macht dich geil, oder? Es ist Französisch, oder? What? Es ist Französisch. Mein Toaster ist kaputt und macht keinen Toast mehr. Aber in Französisch halt. Es ist ja Geschmackssache, aber ich habe es jetzt 2 Sekunden gehört und direkt wieder ausgemacht. Und die Mode mache ich auch nicht mit. Schon wieder Lockdown. Es ist schon wieder Lockdown. Und schon wieder Lockdown. Oh, ich habe das gar nicht leer getrunken. Das kennt ich ja. Wirklich alles. Ach so. Bambi Fahr. Dann geht hier alles kaputt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also wer hat das Kleid designt, möchte ich ganz gern wissen. Es sieht aus, als hätte jemand ein Kleid auseinandergerissen
Und dann gesagt, ach, das ist doch noch gut, das kannst du doch noch anziehen, Schatze. Sieht aus, als hätte sie Müllsack um. Jetzt sei nicht so, das kann man noch anziehen. Ich muss ehrlich sagen, es ist super schwer dieses Jahr. Ich habe keinen klaren Favoriten bis jetzt. Keinen. Echt? Ja, es echt? War alles eher durchschnittlich oder underwhelming. Das wär geiler Stuff für irgendeinen so einen futuristischen Science-Fiction-Film, weißt du? So ein Endzeit-Film. Na, das sollte, ich glaube, das soll so Fight Club bei den Bären sein. Also Tainted, macht man den Ton aus, ja? Tainted Love, don't touch me, please. Oder? Passt doch perfekt. Genau. Was ist? Ja, okay. Ich bin ja schon ruhig. Ich höre ja eh schon auf zu singen. Ich bin ja schon ruhig. So, ich halle immer noch. Immer noch Hall. Hall. Es hallt. Mein Gott. Immer noch. Es halt noch. Ich habe jetzt gerade mal hingesetzt. Current your location. Er wirkt man wirklich viel zu knockert. Ich sehe die Haare auf seinem Hintern. Ich will das nicht sehen. Also wenn ich dann meinen Beitrag für den Eurovision Song Contest einreiche, dann muss ich das auch so. Ich muss auch so starten, einfach nur mit der Stimme. Ich sing irgendwas auf Deutsch. Das versteht ihr alle nicht. Ist mir scheißegal. Na, es gibt schon ein paar Leute. Ah, diese Balladen bremsen echt aus. Also ich finde, sie sollten ein Jahr Balladenverbot machen. Auf den Tisch. Dafür. Quiz 12 Points. Na, das war ein Mühlstein, Leute. Echt, ein Mühlstein. Die Arme, die kann nichts dafür, aber sie schleppt einen Mühlstein um den Hals und das ist der Song. Ja. Das hat diesen Dinge. Das habe ich alles schon zu oft gesehen. Weißt du, wenn sie ein Triefauge hätte oder eine Augenklappe oder die Nase abgeschnitten oder sowas, dann würde ich es mir merken, ne? Ah, hey, ich habe Nemo gefunden. Yes! Scheiße, der Junge kann singen. True DJ, sage ich auch. Also der Typ, das ist Weltklasse. Absolut. Schweiz hat's wieder mal geschafft. Tut mir leid. Aber das ist mind-blowing. Das war geil. Alter, ich habe schon abgestimmt. Ja, der hat zwar einen etwas seltsamen Fummel angehabt. Ja, war das ein Rock? Weil ich habe heute noch mit meinem Mann darüber gesprochen, dass Männer mehr Rock tragen sollten. Das ist mein Held. Ganz ehrlich, wenn ich 100 Kilo weniger hätte, würde ich es tun. Wirklich. Ja, ich bin auch übergewichtig. Ich ziehe auch keinen Minirock mehr an. Ich verstehe dich vollkommen. Ja, er knuspert urlaut ins Mikro. Man beschwert sich über mich, weil ich mein Mikro anhabe und die gar nicht mehr ist. Die hat aber Attentions drinnen, ja? Hallo? Attentions? Attentions? Ja. Wow! Die hat nichts an. Hä, hey, wo sind denn die Emotes? Ach, danke. Oh. Ja, nix. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich so Onlyfansig. Ich habe gerade Angst, dass mir Geld vom Konto abgezogen wird. Seven of Nine. Kennst du die? Seven of Nine. Ich habe das Gefühl, dass mein Konto leerer wird, je länger ich hinsehe. Sie ist langweilig. Okay, jetzt wird's richtig knockert. Leute, unser Song ist scheiße, was machen wir? Ah, das passt schon, wir machen einfach alle nackig. Ich frage mich gerade, ob die Reihenfolge der Songs darauf basiert, dass sie immer nackt sind. Wie nackt sie sind, genau. Oh Gott, Österreich, ich will es nicht sehen. Ich will es nicht sehen. Ja, Daumen runter. Ich habe euch ja lieb, sorry. Aber ich kann wirklich nicht für Österreich anrufen. Leid, das geht nicht. Leid. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich will das auch auf gar keinen Fall nochmal hören und mich dermaßen fremdschämen. Ja, wir kommen in den 90ern. What is love? Ja. Ja, ja, baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more.
Also Stilnerf hat jetzt festgestellt, ich muss dieses Jahr versuchen, in den ESC reinzukommen als Essiggurke. Okay. Aber ich kenne die Frau gar nicht. Was? Mal, echt jetzt? Gesoffen, echt jetzt? Was ist denn da schief gelaufen? Bitte? Was schief? Nee, hat Deutschland gesoffen. Und das ist der Beweis, Leute, das ist der Beweis, dass man mit einer guten Stimme, weil der Song war jetzt nicht außergewöhnlich, aber die Stimme war toll, einer wirklich guten Stimme und einer tollen Gesangsinterpretation wirklich, wirklich noch was reißen kann beim ESC. Ja? Also zumindest bei der Jury. Also die können eigentlich aufhören, ne? Ja, wie gesagt, Isaac war gut. Isaac war gut. Es hat leider nicht gereicht. Wow! Zero Points! Und die feuern immer ja. Wow! Alter Schwede! Ist das böse! Autsch! Oh. Die noch so tun, wie sie sich freuen. Autsch! Die tun noch so, als würden sie gefallen. Nein, sie können jetzt niemanden verprügeln. Autsch! Also. Never! Ich sauf lag. Was? Gebitte! Die haben die Schweiz damit in den Thron! Na komm, nein, ist das. Ich sauf lag. Das gibt's nicht. Das ist so Bullshit. Oh nein! Das gibt's es ist so no Bullshit! Das ist doch. Kommt, Leute! Alter, nein! Ihr sollt nicht voten, weil euch die leid tun. Gott, macht das ist so spannend. Das ist so spannend gerade, wirklich. Oh, weck mich, wenn es fertig ist. Du geiles Stück DNA. Nee, das hat kein geiles Stück DNA. Switzerland. Alter Schwede. Ich meine Schweizer. Alter Schweizer. damit habe ich mich abgeholt. Damit. So, das war der Eurovision Song Contest 2024. Danke. Schweden. Malmö. Nächstes Jahr in der Schweiz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich will nicht so weit hinfahren, Schatz. In die Schweiz. Genau. Hat seine Vorteile. Schon näher dran an uns. Na gut, meine Lieben, das war's von uns. Heute Abend, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hatten einen Riesenspaß. Ich hoffe, ihr hattet auch einen Riesenspaß. Wow.